Robert Geis hat es auf eigene Faust zum Multimillionär geschafft und lebt mit seiner Familie in Saus und Braus in Monaco. Dass seine Töchter Davina und Shania jedoch nicht den gleichen Ehrgeiz in sich tragen, macht ihrem Vater zunehmend Sorgen. Seit Jahren versucht er, seinen Spross auf das Berufsleben vorzubereiten, ohne Erfolg. Nun platzt Robert Geis scheint seine Töchter nicht länger auf der faulen Haut liegen sehen zu wollen. Das Geissens Oberhaupt fasst einen Entschluss und gibt gegenüber seiner Frau Carmen Geis zu: Carmen, wir müssen endlich nochmal mit den Kindern reden, weil es muss jetzt langsam mal ein bisschen beruflich weitergehen. Die müssen jetzt mal sagen, was sie tun wollen, weil so langsam aber sicher müssen sie ernsthaft mal ins Arbeitsleben kommen. Doch Carmen kennt ihre Töchter und weiß, wir sollten's nur sachte angehen, weil sonst machen die direkt zu, das kennst du. Begeistert zeigen sich die beiden Millionärstöchter jedoch nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Echt nervig sind sich die Blondinen einig, dass seine Töchter wohl sogar keine Lust haben, beruflich Fuß zu fassen, bringt Robert schlussendlich auf die Palme: Carmen, von den Kindern kommt gar nichts, die machen mich wahnsinnig, klagt er gegenüber seiner Frau, die ihn versucht zu beruhigen: Ruhig, Robert. Brauchst nur ein bisschen Geduld. Das kommt. Ob das wirklich